Was war denn da schon wieder los? Und damit willkommen bei Pink. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ja, und liebe Zuseher, halten Sie jetzt bitte die Taschentücher bereit. Puls 4-Moderatorin Adriana Zartl hat den Unternehmer und Vater ihres Sohnes Andreas Stich geheiratet. Wir waren exklusiv dabei und ich kann Ihnen sagen, da flossen ordentlich viele Glückstränen. Da sind sogar im Studio ein bisschen die Tränen geflossen. Ja, Adriana hat ihren Mann fürs Leben gefunden, aber für uns Singlefrauen, wer ist denn der neue Sexiest Man Alive? Sie werden überrascht sein. Wir verraten es gleich bei Pink, sowie außerdem pikante Details aus der legendären Eden Bar. Zum 100. Geburtstag des Kultlokals wurden etliche Promi-Geheimnisse gelüftet. Willkommen zurück bei Pink. Ja, Skandale in der Wiener Eden Bar. Davon gibt es einige. Wir waren bei der 100-Jahr-Feier des Szenelokals mit dabei und konnten den Promis beim ausgelassenen Feiern die ein oder andere pikante Anekdote entlocken. Eine Liste der Sexiest Man Alive und weit und breit kein George Clooney, kein Brad Pitt und gar kein Johnny Depp. Wer es diesmal auf die lange Liste der heißesten Männer weltweit geschafft hat, jetzt in den VIP-News des Tages. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, wird es richtig gruselig. Der Fluch der Karibik lag nämlich beim Ganselessen über dem Wiener Schreiberhaus. Warum das so ist und welche anzüglichen Spielchen die österreichischen Promis über sich ergehen lassen mussten, ja, das zeigen wir Ihnen jetzt. Und gleich wird sie beim Messergabel-Herzkandidat Tino versucht es bei seiner Herzdame mit rhythmischen Klängen, was bei seinen Konkurrenten natürlich nicht so gut ankommt. Viel Vergnügen.